Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Faster Than Light featuring Let's Ask Günther Shadow, immer noch Bestandteil meines 800 Abonnenten Specials, aber jetzt gerade so in den letzten Zügen. Ich glaube, ich bin... Warum? Also irgendwie spinnt mein Mikrofon seit einiger Zeit. Ich hoffe mal, das ist nichts Ernsthaftes. Ich habe ja noch Garantie drauf, egal. Wir spielen momentan mit der IRS Ponyhof. Captain Schnuffel haben wir noch. Commander Puschel haben wir im letzten Part verloren, dummerweise, bei einem Quest, was mich total angeätzt hat. Hier ist ein Store, den suchen wir allerdings direkt mal auf und wir spielen mit einem Mantis-Schiff, für alle, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben. Mantis-Schiffe zeichnen sich dadurch aus, da haben wir nichts. Scrap Recovery Arm brauchen wir eigentlich nicht. Long Range Scanner, oh ja, die sind eigentlich ganz gut. Da kann man zumindest gefährliche Sektoren vermeiden. Nehmen wir das mal. Wir reparieren unsere Schäden. Ich kaufe hier all deinen Sprit. Und dann jumpen wir mal weiter. Langstreckenscanner kann ich nur empfehlen. Sind sehr, sehr cool. Und was haben wir hier? Dann sehen wir nämlich zum Beispiel hier jetzt. Da ist ein Nebel, wo es einen Ionensturm gibt. Also will ich da nicht hin. Da ist ein Schiff in einem Asteroidenfeld. Da will ich hin, denn ich habe fette Schutzschilde. Und dieses Schiff will sich wahrscheinlich nicht wehren können. Exakt. Es hat allerdings einen Raketenwerfer. Aber wir haben eine Verteidigungsdrohne, also ich denke mal, das schaffen wir. Schieß die scheiß Rakete ab, danke. Die kann mich durch die Schilde, das will ich nicht. Okay. Na, das hat doch insgesamt ganz gut geklappt. Ein bisschen Sprit schadet nie. Dann laden wir mal wieder unseren FTL-Drive auf und ich mache mir mal ein Bierchen auf heute Abend. Ich nehme das jetzt heute nämlich mal abends auf. Und abends trinke ich mal gern Bier. Okay, gucken wir, dass wir hier rauskommen. Mit dicken Schilden, deswegen, das ist auch eine coole Sache, wenn man mit einem normalen Schild seine Schilde erstmal upgradet, dann hat man eigentlich immer den Vorteil, dass man diese Asteroidenfelder gut überlebt und andere Schiffe direkt zerlegen kann. Das, also Schilde Stufe 3 ist da schon ziemlich gut. Was haben wir hier? Hier könnte sich ein Schiff verstecken. Ich brauche neue Crewmitglieder. Hoffen wir, dass es ein Sklavenhändler ist. Das wäre ziemlich cool. Es ist ein Sultanschiff. Aber wir heuern sie an, damit sie die Rebellen verlangsamen. Hahaha. Das könnte doch eine coole Sache sein. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, um den Sektor zu erkunden. Das sollen wir auf jeden Fall machen. Und da ist ein Rebellenschiff, das wir versuchen werden. Sie haben keine Medbay, ne? Ja, versuchen wir es zu entern. Teleportieren wir uns direkt in den Waffenraum, holen uns eine Defense Drone. Wir können auch eine Boarding Drone holen, aber wir versuchen es erstmal so. Denn Jones und jetzt ist er ja Commander Jones und Captain Schnuffel. Die sind ja schon kampferfahren. Mach sie kalt. Oh, das könnte knapp werden. Ja, aber wir schaffen's. Genau, ich habe doch Vertrauen in meine Jungs. Okay, kommen wir zurück. Und gebt mir in die Medbay und dann halt euch da. Haben wir gerade Equipment gefunden? Nee. Man kann auch manchmal Equipment finden. Sollen wir den Laser jetzt vielleicht doch mal machen? Ich weiß ja, dann wenn wir auf so ein Sultanschiff treffen, dann ist es halt ganz praktisch, wenn man den muss man halt erstmal die Schilde runterschießen. Und das ist halt nicht so einfach. Aber ich denke mal, wir sind momentan in so einem, ja, ich weiß nicht, der Sektor, in dem wir sind, der ist jetzt nicht so mega gefährlich. Die Schiffs-Upgrades sind halt nicht billig. Die kosten erstmal 85 und dann nochmal 50. Also 135 Kröten, wenn wir los, dann wären wir halt auch wieder pleite. Ich hätte erstmal lieber noch gerne zwei Crewmitglieder. Da unten haben wir noch ein mögliches Schiff. Da gehen wir mal gucken, was das ist. Und die haben wohl ein Problem mit ihren Waffensystemen und so weiter. Und sie haben Schiss vor Piraten. Ja, ich würde sagen, wir eskortieren sie. Kriegen Questmarker. Und dann gehen wir jetzt zum Store. Die Rebellen haben wir ja verzögert.
durch die Söldner. Sollte man immer machen in den frühen Sektoren. Ist eine sehr coole Sache. Pike Beam Healing Burst. Das ist eigentlich vielleicht genau das, was wir brauchen, um unsere Jungs an Bord anderer Schiffe heilen zu können. Und es braucht nur einen Punkt Power. Und einen haben wir ja. Das ist quasi so die mobile Medbay. Hat natürlich 18 Sekunden Aufladzeit. Ist nicht so ohne. Aber Leute, komm, ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal. Man kann es ja auch an Bord des eigenen Schiffes einsetzen. Genau, ja, es funktioniert. Cool. Okay. Jumpen wir weiter. Hier ist ein Distress-Signal. Gucken wir uns das mal an. Und dann machen wir auch gleich die erste Frage dann, wenn wir uns das angeguckt haben. Ja, da ist also ein Schiff zwischen einem Asteroidengürtel eingeklemmt. Wir plündern das Ding mal. Ich will die Kohle haben. Das ist mir auf jeden Fall wert. Und da ist noch ein Schiff. Fliegen mal hin. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir da jemanden, den wir plündern können. Ist ein Soltan-Schiff. Gegen die kann ich ehrlich gesagt. Lass mich mal gerade überlegen. Ich komme nicht durch. Der Healing Burst macht keinen Schaden. Soweit ich weiß. Können wir mit dem Healing Burst seine Schilde beschädigen? Finden wir es mal raus. Ich will es mal wissen. Einfach nur, ob das geht. Also, ich habe es noch nie probiert und ich habe so eine Situation noch nie gehabt. Ich will es einfach mal ausprobieren. Gucken wir es uns mal an. Zeig mir mal einfach, ob das geht. Ich bin jetzt neugierig. Die Verteidigungsdrohne hätten wir sowieso gebraucht. Ne, geht nicht. Und um eine Rakete ist es jetzt auch nicht schade. Halt, macht mal sofort das Autofeuer aus. Okay. Ja, schade, da kommen wir nicht durch. Für alle, die das Soltan-Schiff mal spielen wollen oder nicht gespielt haben, da werdet ihr euch wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr Eindringlinge an Bord habt. Und es gibt ja diverse Level, wo man Eindringlinge an Bord hat. Und das gibt es auch, wenn man den Soltan-Schild hat. Die AI, die fickt einen nämlich trotzdem mit sowas. Okay, dann, während unser FTL-Drive auflädt, dann vielleicht mal die Frage von Raron. Der hat mich gefragt, was hältst du von Fanboy-Aktionen? Und wie die bei anderen Let's Playern zuhauf zu sehen sind. Und ich bin froh, dass du mir erklärt hast, was das ist, weil ich kannte das bis vorher. Ich kann es natürlich von der Art, aber ich wusste nicht, dass man das dann also Fanboys nennt. Das heißt, in dem Falle hier direktes Spam melden, wenn jemand kritisiert wird. Also wenn jetzt beispielsweise jemand mich kritisieren würde, sagen würde, dein Rome Toad War Let's Play, da stellst du dich aber voll noobig an oder irgendwie sowas. Und dann würden Fanboys von mir hingehen, würden das als Spam melden oder negative Bewertungen draufgeben, wenn jemand versucht, eine konstruktive Aussage zu machen oder sowas. Oder wenn andere Zuschauer Vorschläge machen, weil die halt nicht damit einverstanden sind, wenn jemand eine andere Ansicht hat als das, was der Let's Player da fabriziert. Und ja, also dazu kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, das ist natürlich total, ich halte das natürlich für totalen Quatsch, ja. Persönlich bin ich der Meinung, dass gerade das Let's Playen doch sehr auch davon lebt, dass man miteinander diskutiert. Und bei mir ist es ganz besonders so, finde ich. Ich habe ja auch angefangen mit den Let's Plays. Oh, das da könnte ziemlich eng werden für unsere Mantis. Wo ist sein Typ? Es ist so, ich habe ja explizit auch angefangen, weil ich damals nicht so gut war und ich wollte gerne mehr über Rome Total War lernen. Und ich habe ja dann auch immer extra geschrieben, Leute, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es mir drunter, weil ich halt was über, weil ich wollte halt in dem Spiel auch ein bisschen besser werden. Und das wird man natürlich nicht, wenn jetzt die Leute immer hingehen und direkt alle anderen Leute, die vielleicht auch konstruktive Kritik üben, direkt versuchen wegzuflamen, ne? Also das ist natürlich total lame und da brauchen wir sicherlich nicht viel drüber zu diskutieren, dass es so Leute gibt. Das ist für mich natürlich schon irgendwie klar. Ich meine, es ist halt auch das Internet, ja. Das Internet zeichnet sich halt durch sowas aus. Oh Leute, keine gute Idee von den Mantis bei mir in der Medbay zu kämpfen. Das werden die ganz schön bereuen. Und vor allen Dingen werden sie es bereuen, wenn ich mich gleich zu ihnen an Deck teleportiere. Aber ich glaube auch, sie können nicht zurück, ne? Weil sonst bräuchten die, glaube ich, einen ziemlich krassen Transporter. Okay, gehen wir mal direkt hier in das Waffensystem. So, da kommt jetzt ein NG angelaufen. Wow, das ist ein Burst Laser Mark 1. Mit 3 Schuss. Gar nicht schlecht, das Teil.
Den Felsentypen schaffen wir übrigens auch noch. Nice. Ja, und ich persönlich finde, es ist halt schon wichtig, dass man eigentlich auch ein bisschen was lernt bei der ganzen Sache über das Spiel. Und ich habe es ja einmal hat zum Beispiel, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich mich persönlich angegriffen gefühlt habe, wenn jemand was Negatives zu meinen Let's Plays geschrieben hat. Da kommt es vielleicht aber auch so ein bisschen drauf an, wie man sowas versucht rüberzubringen. Also der eine, der hat zum Beispiel sowas geschrieben von wegen wie, ey, du bist so sau schlecht. Das war bei meinem Seleukiden-Let's Play übrigens. Du greifst die Römer mit totalen Popeltruppen an und du gewinnst dann auch noch. Wobei ich jetzt da also nicht verstanden habe, warum das schlecht sein soll, wenn man eine römische Armee mit überwiegend Milizverplieten platt macht. Aber okay. Wenn ich das spiele und die Römer angreife, dann habe ich schon 8 Einheiten Kataphrakten dabei und was weiß ich. Und der Typ, also der hat wahrscheinlich auch nicht, der hat das Let's Play wahrscheinlich auch nicht richtig gesehen. Denn wenn er das Let's Play ein bisschen mitverfolgt hätte, dann hätte er ja auch irgendwie, dann hätte er das wohl mitbekommen, dass ich ja schon in Runde 40 oder so fast meine kompletten Siegbedingungen erfüllt hatte für eine lange Kampagne. Und vor den Toren Roms stand und also der hat das wahrscheinlich auch einfach nicht komplett mitgeguckt, sondern sich einfach nur diesen Teil angeguckt und hat gesehen, oh, da greift einer die Römer an und der hat halt, ja, da habe ich ja auch gedacht, okay, der Typ hat halt keine Ahnung. Oh, wir haben Caldwell gekriegt, geil. Neues Crewmitglied auf jeden Fall, komm an Bord, Junge. Den brauchen wir auch, du wirst ein Kämpfer werden, ob du es willst oder nicht. Ja, und sowas passiert halt, wie gesagt, it's the fucking Internet. Ja, die Leute im Internet benehmen sich teilweise einfach wie die letzten Wutzen. Ja, ja, hier können wir ehrlich gesagt nichts gegen machen, es tut mir leid, Jungs. Mit dem Hull-Laser Mark II, er feuert 3 Laserschüsse. Okay, wir jumpen mal in den nächsten Sektor. Ich denke aber, Mantis-Sektor. Wenn wir wahrscheinlich viele, viele Boarding-Events haben, wo uns andere Schiffe erobern wollen. Okay. Und wenig mit Soltans oder sowas zu tun haben. Also denke ich, das Waffensystem upgraden müssen wir noch nicht. Hier ist ein Asteroidenfeld. Könnte nochmal eine interessante Option für uns sein. Also im Asteroidenfeld, wir haben halt ein Dreier-Schild. Im Asteroidenfeld sind wir den normalen Schiffen auf jeden Fall überlegen. Auf der anderen Seite hier unten gibt's eine Menge Zeug zu erkundschaften. Wir können ja erstmal hier runter. Und dann, aber hier oben sind wir direkt am Exit-Beacon dran. Da sind wir ein bisschen zu nah. Also ansonsten von hier nach hier, das wäre vielleicht die bessere Route. Oder nach hier. Zeig mir das nochmal gerade. Was kostet das? 85. So. Da haben wir 125 Kröten. Komm, ist gebucht. Ist in Ordnung. Und dann jumpen wir in das Asteroidenfeld und gucken uns das mal an. Wenn da einer ist mit einem Dreier-Schutzschild, dann kriegen wir den auch so weg. Ja, denke ich schon. Ich denke schon, dass wir den wegkriegen. Er hat einen Halberd-Beam. Das ist nicht ohne. Also schießen wir dann doch mal auf seine Waffensysteme. Unser Vorteil natürlich hier, lange Aufladezeit, ist klar. Stell mir den Menschen mal ins Cockpit rein, denn falls der Engie was reparieren muss, dann ist es auf jeden Fall gut. Und der Halberd-Beam, der wird wahrscheinlich nichts gegen uns machen können, denke ich. Okay, wunderbar. Seine Waffensysteme haben wir schon mal getroffen. Dann stellen wir nochmal Captain Schnuffel an die Waffensysteme. Kann er vielleicht noch ein bisschen was lernen. Komm, greif die Schilde an. Na, super. Da waren ja ein paar Fahrkarten dabei. Okay, und an der Stelle ist irgendwie mal ganz kurz mein Audacity abgeschissen. Entschuldigung, ich habe es wieder behoben und es funktioniert wieder. Hoffe ich. Schießen wir doch nochmal auf seine Schilde. Jawoll, nice. Hat sich doch ausgezahlt, oder? Das mit dem Hull-Laser. Man wird irgendwie doch belohnt. Okay, gucken wir uns. Das sind interessante Locations, beide interessant. Vielleicht sogar hier, das ist der bessere Weg.
damit wir hier unten rum können und dann hier oben langsam zum Exit biegen kommen. Okay, machen wir das. So, dann haben wir an der Stelle. Dann haben wir an der Stelle noch eine Frage von Raron, die ich beantworten könnte. Das mache ich, glaube ich, im nächsten Teil. Mantisschiff, ja, das greifen wir an. Also da habe ich jetzt keine Schiss vor. Hol mir doch einfach nur mal die Leute wieder schnell. Ah, da hätte ich sie vorher nochmal hinstellen können in den Transporter. Er hat keinen. Er hat eine Medbay. Was zu einer interessanten Konstellation führen könnte. Aber ich werde auf jeden Fall mal mit meinem Laser auf seine Medbay schießen. Genau, dann müssen die doch tot sein, oder? Genau, wunderbar. Seine Crew ist tot. Und dann holen wir die Jungs mal wieder zurück. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was da gerade, warum mein Audacity abgeschissen ist. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie die falsche Taste gedrückt habe oder irgendwie sowas. Ich benutze Audacity nämlich meistens auch noch nebenher, um hier meine Zeit, meine Aufnahmezeit mitzuverfolgen. Und insofern ist es für mich auch ein sehr hilfreiches Tool. Moment, sind alle Systeme soweit bereit? Ja, okay. Ich vergesse das manchmal und ich kann es auch an der Stelle nur nochmal sagen, es ist wichtig, dass man die Systeme im Auge behält. Fliegen wir mal hier hin. Wir können uns noch ein paar Auseinandersetzungen mit Schiffen leisten hier. Ja klar, da helfen wir natürlich dem Zivilschiff. Er hat keine Medbay. Wir teleportieren uns direkt in seine Waffensysteme oder in seinen Transporter. In seinen Transporter, würde ich sagen. Denn ich denke mal, er wird nicht versuchen, uns zu boarden. Kannst du mal auf seinen Transporter schießen. Ja, unsere Jungs machen das ganz gut. Ich glaube aber, geh du mal ganz schnell in den Sauerstoffraum. Okay. Jetzt wäre natürlich so ein Healing Burst nicht schlecht. Geh du mal hier runter. Und du gehst mal hier hin. Wir haben es ja eigentlich gleich, ne? Dann lauf mal hier hin. Du lauf mal hier hin. Der hat ganz schön viele Crewmember an Bord gehabt. Okay. So, du gehst hier hin, du gehst hier hin. Und sobald ihr da seid, holst mir die Jungs zurück, stellst mir die direkt in die Medbay. Schnuffel ist tot. Scheiße! Captain Schnuffel ist krepiert? Ich hab den doch zurück teleportiert. So eine... Fuck! Oh Mann, ey! Das kann nicht wahr sein. Ja, toll, wir kriegen einen Hullbeam. Super. Ja, yeah. Mist. Jetzt kann ich mich schon wieder nach einem neuen Crewmember umgucken. Ficken, ey. Verzeiht meine Ausdrucksweise. Das seid ihr ja überhaupt nicht von mir gewohnt. An der Stelle. Oh, ja. Moment. Hä? Oh. Verteidigungsdrohne hoch, Hüllenlaser und greift seine Schilde an oder so. Boah, Alter, ich brauch Crew. Und jetzt seht ihr, wie scheiße ich mich hier angestellt habe. Ey, ich habe schon zwei Crewmitglieder verloren. Ich habe das Schiff hier schon mal angetestet. Da habe ich, glaube ich, kein einziges Crewmitglied verloren. Hatte nach drei Sektoren hatte ich 8 Leute in meiner Besatzung. Es war halt so mega geil. Es hat so gut funktioniert. Aber er baut gerade seinen FTL-Drive hoch, also hoch. Deswegen denke ich, er versucht abzuhauen. Hit or miss, ja. Da war mal gar nichts. Und weg ist er. Okay, gut, alles klar. Sind wir dem Konflikt wenigstens halbwegs gut entgangen. Und gucken wir uns mal noch die benachbarten Sektoren an. Ein Rebellenschiff, ein Transporter. Ja, man kann die natürlich jetzt angreifen. Ja, komm.
Sie haben eine Medbay. Und sie haben fette Laser am Start. Okay, wir müssen also zuerst mal auf jeden Fall hier... Genau, ihn da oben angreifen. Seine Medbay beschädigen. Wenn wir die beschädigt haben, können wir den Healing Burst aufladen. Mann tot, ist super. Ups, reparieren wir gerade die Waffensysteme. Das war etwas unvorhergesehen. Hauptsache, wir haben keinen schweren Schaden dadurch genommen. Moment mal, jetzt fängt er bei den Schilden an. Dann stellen wir mal den Mantis hier in den Pilotraum. Denn die Engi, die sind, glaube ich, ein bisschen fixer da drin, die Schilde zu reparieren. Komm, komm, komm. Alter, da bringt er mir die Schilde nicht online. Das kann doch nicht wahr sein. Geowned von einem Rebellentransporter. Ich bin so schlecht, ey. Komm. Räume zu. Oh, Jesus. Dass ich eben... Jetzt habe ich die ganze Originalbesatzung von der IRS Ponyhof verloren. Das ist ja echt nicht wahr. Ist das so schrecklich. Okay. Ja, dann würde ich sagen, an dieser glorreichen Stelle mache ich mal ein Päuschen. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Grrr. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.